Finde in diesem Video heraus, welcher Kaminofen der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Wir starten mit dem Panadero Iris. Der schwarz lackierte Panadero aus 5 mm starkem Stahlblech ist ein echter Hingucker. Der Brennraum ist mit Vermiculit ausgekleidet, während die extra breite Feuerstelle für Holzscheitlängen von bis zu 60 cm geeignet ist. Der Kaminofen besitzt eine selbstschließende, doppelt verriegelte Tür der Bauart Typ 1 und ist damit für die Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet. Seine Konstruktion erfüllt strenge europäische Normen wie die zweite Norm der deutschen Emissionsschutzverordnung sowie die Münchner, Stuttgarter und Regensburger Normen. Des Weiteren hat der Kaminofen eine große, runde Panoramasichtscheibe. Ergänzt wird das Sichtfeld durch zwei Seitenscheiben, die eine gute Sicht aus allen Perspektiven ermöglichen. Der Ofen hat ein großes Holzfach unterhalb des Brennraums, um dort Holz- oder Anzündutensilien zu verstauen. Weiter machen wir mit dem Preeti FMD. Der Preeti Kaminofen ist besonders ausgestattet. Im oberen Bereich befindet sich ein Backofen inklusive Rost. Vor der Glastür des Backofens ist ein Thermometer angebracht, so dass sich die Temperatur innerhalb des Ofens jederzeit kontrollieren lässt. Einem gemütlichen Pizzaabend direkt am offenen Feuer steht somit nichts mehr im Wege. Unterhalb des Backofens liegt der Brennraum. Dieser misst 41 x 36,3 x 31,5 cm und ist sowohl für Holz als auch für Kohle zugelassen. Im unteren Bereich des Kaminofens ist ein Holzfach. In diesem lassen sich einige Holzscheite aufbewahren, um jederzeit Brennmaterial zur Verfügung zu haben. Der Aschekasten befindet sich unterhalb der Brennkammer, verfügt jedoch nicht über eine eigene Tür. Die Heizleistung beträgt 12 kW bei einem Wirkungsgrad von 77,7%. Der Ofen ist BIMSCH V2 konform und erfüllt damit die wichtigsten Kriterien für einen sicheren und sauberen Betrieb. Weiter machen wir mit dem Thermia Olympus E. Der Kaminofen ist ausgestattet mit einem robusten Stahlkorpus und erreicht seine Betriebstemperatur schnell. Mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW und einem Raumvolumen von 148 Kubikmetern ist er für das Verbrennen von Scheitholzen zugelassen. Sein Gewicht beträgt 112 Kilogramm und hat einen Wirkungsgrad von 80,3%. Der Olympus E ist mit einer hochwertigen Sichtscheibe aus TÜV-zertifizierter Glaskeramik ausgestattet. Die Sekundärluft sorgt dafür, dass das Sichtfenster weitgehend rußfrei bleibt. Außerdem verfügt der Kaminofen über eine selbstschließende Tür mit einer einfachen Verriegelung. Der Holzofen hat eine ovale Form und ist in Grau gestaltet. Zu seiner weiteren Ausstattung zählen ein Aschekasten und ein offenes Holzfach, das zur Lagerung von Scheitholzen dient. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!